Leute, eure Claudi. So, heute habe ich euch was ganz Besonderes mitgebracht. Und zwar eine Band, die ich gestern entdeckt habe. Und zwar im zweiten Semifinale vom ESC 2019. Viele werden es gesehen haben, aber es gibt ja auch Menschen, die kein ESC schauen. Und ich wollte euch das nicht vorenthalten. Vorab dazu, es ist eine besondere Band mit besonderen Menschen. Und ob man möchte oder nicht, man hat immer ein kleines Vorurteil und denkt sich, so ich, naja, das wird schon bestimmt ganz nett und es wird mich mit Sicherheit auch berühren, ja, gerade mich als Heulsuse sowieso. Aber naja, aber irgendwann schaltest du das komplett ab und du hörst nur noch auf die Musik und findest es einfach nur noch wunderschön. Ich werde euch später dann auch noch mal ein paar Infos dazu geben. Ich habe mir noch ein bisschen was ausgedruckt. Ich finde das unheimlich interessant und dieses Projekt ist wundervoll, sollte man unbedingt unterstützen. Die Band ist aus Israel, genauer genommen aus Jerusalem. Ja, und ich würde sagen, wir fangen mal an. Shalva Band heißt die Band und gesungen haben sie A Million Dreams. Hören wir rein. John Lennon once said, "A dream you dream alone is only a dream, but a dream you dream together is reality. We dream together, and here we are, on the biggest stage we can imagine. Don't stop dreaming, no matter what people say." But it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy. We can live in a world that we desire. 'Cause every night we're gonna make it.
kurze Pause. Brauche ich auch gerade. Wie ihr seht, es hat gerade nichts damit zu tun, dass es besondere Menschen sind, dass ich weine. Absolut nicht. Es berührt mich einfach, was für eine tolle Stimme sie hat. Und ihr müsst mal drauf achten, hinten ist ein junger Mann, der übersetzt das Ganze auch noch in Gebärdensprache. Ich finde das so toll. Ich habe keine Worte. Also, das ist so ein Beispiel. Man sieht, mit welcher Freude sie dabei sind, dass sie es mit ganzem Herzen machen. Uff, ich muss echt runterkommen. Uff, okay. Weiter geht's. Okay, das war das Lied. Ich finde es wunderschön gesungen. Toll dargebracht. Sehr berührend. Und ich wollte euch noch etwas vorlesen zu der Band. Und zwar: Die Geschichte der Band ist besonders. Schalwa ist nämlich eigentlich eine Einrichtung für die Pflege und Inklusion von Menschen mit Behinderung in Jerusalem. 1990 von Malki und Kalman Samuels gegründet, die mit Yossi oder Yoshi selbst einen behinderten Sohn haben, für den sie kein passendes Unterstützungsangebot finden konnten, ist Schalwa immer weiter gewachsen und mittlerweile eine riesige Einrichtung. Es gibt einen großen Spielplatz, einen Kindergarten, ein Schwimmbad, eine Sporthalle, medizinische Angebote, Übernachtungsplätze, vieles mehr und eben auch ein Musikzimmer. Uff, Entschuldigung, es ist, selbst das Lesen fällt mir gerade schwer, es tut mir leid. Hier hat sich vor über 13 Jahren die Schalwa Band gegründet. Eigentlich erstmal ein Nebenprodukt des Musiktherapieangebotes von Schalwa. Doch die Band wurde erst in Jerusalem, später auch in Israel und teilweise sogar weltweit immer bekannter. Spätestens seit ihrem Auftritt bei The Next Star sind sie richtige Berühmtheiten. Ich finde es ganz, ganz toll. Eine tolle Aktion, eine tolle Band, eine tolle Einrichtung. Ich bin maßlos begeistert und ich hoffe, ihr seid es auch. Ich wollte es euch gerne zeigen, weil es mir sehr, sehr wichtig war, eine Herzensangelegenheit sozusagen. Hoffentlich hat es euch auch gefallen. So, und das war's von mir heute. Und ihr wisst schon, wenn es euch ein bisschen gefallen hat, dann, ihr wisst schon, subscribe, thumbs up und bis zum nächsten Mal. Eure Claudi. Bye.